So, hallo und herzlich willkommen schon wieder am inflationär verwendeten Bach. Mit dem gleichen T-Shirt, na sowas, hat der Ben einfach zwei Videos aufgenommen am Stück. Ja, hat er. Weil, wenn er mal Zeit hat, dann muss es halt sein. So, aber ein schönes Thema, ein erfreuliches Thema, eigentlich nur gute Nachrichten. Ich muss nur ein kleines bisschen über Sprache noch vorher sprechen. Und zwar, worum geht's denn? Es geht um die vier Kinder, die nach 40 Tagen im Dschungel weitgehend unversehrt, bisschen unterernährt, bisschen dehydriert, aber sonst nur mit leichten Kratzern und ohne größere Probleme, was wirklich sensationell ist, aufgefunden wurden und jetzt wieder aufgepäppelt werden und da ein Flugzeugabsturz, der leider auch zum Tod der drei erwachsenen Insassen des Flugzeugs geführt hatte, darunter auch die Mutter der Kinder, haben die tatsächlich überlebt. Und das ist für Leute, die sich für Survival interessieren, nochmal eine viel größere Sensation als für alle anderen. Für alle anderen ist es hoffentlich auch eine Sensation, weil es ist einfach toll. Das ist einfach eine schöne, letzten Endes, ja. Natürlich, klar, da sind drei Leute tot. Das ist nicht gut. Aber dass die Kinder das überlebt haben, dieser Aspekt der Geschichte, nicht, dass da drei Leute tot sind. Aber man darf das, glaube ich, schon ein bisschen trennen. Es hätten auch sieben Leute tot sein können, dass das nicht der Fall ist, ist eine schöne Geschichte. Und für Leute, die sich mit Survival ein bisschen beschäftigen oder mit dem Leben draußen, finde ich die Geschichte noch umso interessanter und umso beeindruckender. So, warum leben die noch? Ein wesentlicher Faktor könnte sein, mal erstens die persönliche Qualifikation der 13-jährigen großen Schwester, die mit den Kindern unterwegs gewesen ist, beziehungsweise die eins der vier Kinder gewesen ist. Der Name ist inzwischen bekannt. Ich möchte aber nicht derjenige sein, der den großen Internet herumposaunt, auch wenn das ein paar Leute schon getan haben und man den auch rausfinden kann. Mir ist es persönlich einfach wichtig, dass ich nichts damit zu tun habe, dass die dann namentlich bekannt sind. Vielleicht haben sie ja eines Tages keine Lust, die zu sein, die damals diesen Unfall überlebt haben und möchten lieber in Abgeschiedenheit leben. Und darum, ich möchte einfach nicht der sein, der die Namen verwendet. Ich weiß das nicht, ob da Ruhm, Ehre, Anerkennung erwünscht ist. Das sollen sie alles bekommen. Unbedingt. Ist absolut angemessen. 100%. Nur, wenn sie nicht wollen. Wie gesagt, ich will nicht derjenige sein, der die Namen verwendet. Darum spreche ich von der 13-Jährigen, was nicht abwertend gemeint ist. In keinster Weise. Und klar weiß ich, wie sie heißt und habe es mir auch gemerkt. Aber ja, ne, das ist einfach jetzt so für mich die Entscheidung. Gerade bei noch nicht mal 16-Jährigen möchte ich nicht derjenige sein, der deren Namen ins Internet posaunt. So, so viel erstmal dazu. Jetzt, das sind Indigene, zumindest indigenen Ursprungs sozusagen, also von der Familienzugehörigkeit her stammen sie aus dem Volk der Kumini, so nennen die sich selber. Und entscheidend gerade für Urvölker, Völker, die noch im Einklang mit der Natur zu leben gelernt haben und Nachhaltigkeit über Jahrtausende praktiziert haben, anders als wir, finde ich es wirklich, wirklich wichtig, dass man aus großem Respekt vor dieser hervorragenden, großartigen Leistung, wäre die Menschheit auf dem Niveau geblieben und hätten sich nicht so Hybris-Gesellschaften wie zum Beispiel unsere herausentwickelt, wäre alles noch in Butter und der Planet würde kaum was davon mitkriegen, dass wir überhaupt da sind. Meine Meinung. Darf man auch anderer Meinung sein, aber meine Meinung, das sind die Guten, wir sind tendenziell die Primitiven. Ja, andersrum. Es ist also ganz andersrum, als das die Spanier damals gesehen haben, als sie die Kumini versklavt haben. Das muss man so nennen, das war quasi Versklavung und dabei auch quasi einen Großteil des Volkes ausgelöscht haben. Also das waren schon schlimme, schlimme Verbrechen, die da damals passiert sind. Das darf man auf keinen Fall vergessen. Das hat unter anderem eben auch massiv das Volk der Kumini betroffen. Die findet man eher, wenn man sie dann googeln möchte, unter Uitoto oder Vitoto. Das sind aber weitestgehend Namen, soweit ich das rekonstruieren und rausfinden konnte, mit denen die Kumini nicht so wirklich einverstanden sind. Daher ist es mir persönlich wichtig, sie lieber Kumini zu nennen, anstatt diese anderen Namen zu verwenden. So, und aus diesem, wie gesagt, nachhaltig lebenden, ja, seit Jahrtausenden im Einklang mit der Natur, das muss man wirklich so nennen, das ist immer ein großes Wort, im Einklang mit der Natur, kannst du in Deutschland quasi nicht machen, wenn doch, wäre es hochgradig illegal, aber die leben halt wirklich so, da haben bis vor 100 Jahren noch so gelebt
und tun es ein Stück weit auch weiterhin, beziehungsweise sie wissen noch, wie es geht und könnten da auch hin zurück, auch wenn sie inzwischen ebenfalls Smartphones besitzen, bestimmt in der einen oder anderen Hütte auch mal eine Playstation steht, könnte ich mir gut vorstellen. Sie Geld kennen, sie leider eben auch so Dinge wie den Alkohol und so weiter und so fort kennengelernt haben, aber halt eben auch ein paar Annehmlichkeiten wie eben alternative Nahrungsmittel, wo sie früher nicht rangekommen sind, falls das eine Annehmlichkeit ist. Da kann man sich eben wunderbar drüber streiten. Letzten Endes, finde ich, dürfen diese Menschen 100% selbst entscheiden, welche Annehmlichkeiten in Anführungszeichen der Zivilisation sie für sich gerne in Anspruch nehmen möchten und welche nicht. Ich finde, sie dürfen sie kennenlernen, sofern das sowieso schon passiert ist. Ja, der Kontakt ist ja dargestellt, die leben ja nicht mehr isoliert. Und das ist meine Meinung jetzt nur. Ja, und dann, wer sind wir, denen ihre Freiheit, sowas besitzen zu wollen oder auch eben nicht besitzen zu wollen, irgendwie vorgeben und einschränken zu wollen? Ja, übrigens, neben der Versklavung ist natürlich auch die Christianisierung der Urwaldvölker Brasiliens, sagen wir mal nördliches Südamerika, da sind auch die Kumini zu verorten, so südlichstes Kolumbien, wirklich im Regenwald, unter anderem, es gibt noch in anderen Regionen ebenfalls Volksgruppen der Kumini, also Gruppen einfach, Großfamilien, Stamm darf man ja nicht mehr sagen, Gruppen ist, glaube ich, die korrekte Bezeichnung. Ja, im Rahmen dessen wollte ich kurz nochmal erwähnen, falls ich hier und da ein politisch nicht mehr ganz korrektes Wort verwende. Ich bin halt auch nicht 18 oder 20, wo politisch korrekte Sprache als wichtige Sache angesehen wird, auch nicht von jedem, von manchen Leuten. Ich möchte da wirklich niemanden vor den Kopf stoßen und habe größten Respekt vor diesen Völkern. Ich bin nur nicht ganz auf dem Laufenden, wie man die jetzt genau nennen darf. Dass man sie nicht mehr Indianer nennen darf, ist mir bewusst. Und ich bin mir sicher, dass ich mit der Ansprache des Volkes der Kumini als die Kumini auf keinen Fall was falsch machen kann, weil, wie gesagt, so nennen die sich selbst. Ja, daher, sollte mir da doch irgendein Fauxpas passieren, dann nicht aus fehlendem Respekt, ganz bestimmt nicht vor diesen Leuten. So, also mal davon abgesehen, dass sie, wie gesagt, selber entscheiden dürfen, sollen, können, müssen, wie viel Zivilisation sie denn gerne haben möchten, lernen die trotzdem noch, die meisten von ihnen zumindest, wie sie früher gelebt haben. Und ein Großteil, auch in jungen Jahren, eben dessen, was sie seit Jahrtausenden zum Überleben im Dschungel gebraucht haben. So, und das ist jetzt der Kasus Knackus, weil die 13-jährige Schwester eben schon eine gewisse Dschungelausbildung sozusagen durchlaufen hatte. Und jetzt kann man ja sagen, naja gut, wenn die das von Anfang an gelernt hat, dann ist die Leistung, da 40 Tage im Dschungel zu überleben mit ihren drei Geschwistern, ja gar nicht mal so doll. Aber. Ganz, ganz gigantisches Aber, weshalb man das eben nicht sagen kann und weshalb das auch nicht zu vergleichen ist mit irgendeinem Survival-Experten, zum Beispiel Survival himself, also Neberg, Rüdiger. Die haben das jahrelang geübt, jahrelang trainiert und sich dann in ein von ihnen selbst inszeniertes Szenario begeben, indem sie sich da freiwillig haben aussetzen lassen, im Wissen, dass daheim alles in Ordnung ist, dass ihre Lieben auf sie warten und in vielen Fällen hatten sie ein gewisses Maß an Ausrüstung dabei, in manchen Fällen auch nicht, zum Beispiel Neberg, außer der berühmten roten Badehose und ein T-Shirt hat er noch dabei gehabt, ein Messer wollte er mitnehmen, hat er verloren beim Versuch vom Hubschrauber abgeseilt zu werden und hatte dann quasi nichts mehr. Ich glaube, nee, ein Feuerzeug hat er nicht mitgenommen. Und ja, das ist übrigens selbst für die Ureinwohner da unten, Entschuldigung, für die Indigenen da unten, durchaus ein Thema. Selbst die hatten damals, die Yanomami, hatten damals Neberg geraten, er möge doch zumindest mal eine Machete und ein Feuerzeug mitnehmen. Das sei ja so die Grundausstattung, ohne die man nicht in den Dschungel geht. Das macht keiner, das ist völlig bekloppt, das nicht zu tun. Er wollte es halt nicht machen, er wollte halt komplett ohne alles gehen, bis man ihm dann eben noch ein Messer aufgequatscht hatte. Wie gesagt, hat er verloren beim Versuch, sich dann im Dschungel absetzen zu lassen. So, aber das nur mal als Randnotiz. Es ist was ganz, ganz anderes, entscheidend anders, fundamental anders, wenn man sich das nicht aussucht und weiß, es ist eigentlich alles in Ordnung, ich will mich nur selbst testen und wenn was Schlimmes ist, dann kann ich irgendwie Hilfe holen oder sowas, was übrigens beim Neberg auch nicht der Fall gewesen ist, aber ist egal, als wenn das wirklich in einer Not-Not-Situation passiert.
Jetzt muss man sich mal das traumatische Ereignis vorstellen. Das muss man wirklich mal tun, damit man diese Leistung dieser 13-Jährigen, vor allem, die anderen auch, keine Frage, auch, aber vor allem die 13-Jährige, damit man das nachempfinden kann. Die ist da abgestürzt. Ihre Mutter hat zumindest nach den meisten Quellen noch 4 Tage lang gelebt. Und die musste ihrer Mutter, die anderen drei auch, die mussten ihrer Mutter beim Sterben zuschauen. Die konnten nichts für sie tun, sie haben es wahrscheinlich versucht. Und die Mutter hat ihnen so als letzten Ratschlag, vermutlich eben nach den meisten Quellen, mit auf den Weg gegeben, dass sie nicht am Flugzeugwrack bleiben sollen. Da ist ja auch 4 Tage lang nichts passiert. Also durchaus möglich, dass das nie gefunden wird. Und das wäre nicht das erste Mal, dass da im dichtesten Dschungel, wo du eben nicht erkennen kannst, wo was abgestürzt ist, man muss sich das wirklich als unglaublich dichten Urwald vorstellen. Denn das ist er auch. Da ist nicht eine Riesenschneise, weil da ein Flugzeug runtergekommen ist. Das knallt gegen 2 Bäume, kracht dann auf den Boden und dann ist es weg. Und die paar Schäden an den Bäumen, das kann auch natürlichen Ursprungs gewesen sein. Das siehst du auf keinem Satellitenbild. Da kannst du mit dem Hubschrauber drüber fliegen, das siehst du nicht. Keine Chance. Also die Rettungskräfte waren keinesfalls Idioten oder irgend sowas in die Richtung. Habe ich leider auch schon lesen müssen im Internet. Das Internet ist bekanntermaßen nicht unbedingt immer ein Ort für geistreiche Diskussionen. Manchmal doch. Siehe hier unten in den Kommentaren, hoffentlich. Aber ja, so einfach ist das nicht. So, und daher war der Tipp der Mutter aus dieser Situation heraus und der Tatsache, dass die Frau im Sterben lag, auf keinen Fall falsch. Also man darf jetzt auf, das wäre wirklich erstens hochgradig unfair, zweitens hochgradig unsensibel und drittens einfach bescheuert, der Frau irgendwie einen Strick draus drehen zu wollen, dass sie den Kindern gesagt hat, sie sollen sich vom Wrack entfernen und versuchen, sich selbst durchzuschlagen. Insbesondere, da die Mutter wahrscheinlich die Fähigkeiten ihrer 13-jährigen Tochter durchaus einschätzen konnte und wusste, wie gut die draußen klarkommt. So, ja, aber nichtsdestotrotz, dieses hochtraumatische Ereignis für 4 Kinder. Und dann ist diese 13-Jährige in der Lage, mit folgender Ausrüstung 40 Tage lang ohne bleibende Schäden ihre Geschwister im Dschungel zu versorgen, indigen hin oder her. Ja? Natürlich ist das ein Vorteil gewesen, selbstverständlich. Und sonst wäre das auch wahrscheinlich nicht nötig gewesen, weil eben diese Leute eben die Besseren, in Anführungszeichen, sind, meiner persönlichen Meinung nach. Ne? Und natürlich war das ein Vorteil, aber trotzdem ist die Leistung herausragend und kann gar nicht genügend gewürdigt werden, meiner Meinung nach, weil die Geschwister waren 9, 4 und 11 Monate. Und das muss man mal sacken lassen. Und selbst das 11 Monate alte Kind hat das Ganze ohne größere Schwierigkeiten überlebt. Und jetzt nochmal, was hatten die an Ausrüstung? Eine Taschenlampe, 2 Handys, die relativ schnell nutzlos gewesen sein dürften. Empfang hast du da sowieso nicht, also Notruf, vergiss es. Ne? Ein Rucksack oder 2 Rucksäcke, das ist nicht ganz klar. Ein paar Wechselklamotten, eine Taschenlampe und 1 Flasche Süßgetränk. Cola vielleicht, Soda, irgend sowas in die Richtung. Sie hatten also 1 PET-Flasche als Ausrüstungsgegenstand sozusagen. So, und das war's. Das ist das Equipment gewesen. Also quasi nichts nützlich von dem Zeug. Die Taschenlampe, Handy, solange sie noch Strom haben, das dauert ja nicht lange bekanntermaßen, dass das nicht mehr der Fall ist. Und eine PET-Flasche und ein Rucksack, womit man theoretisch was hat sammeln, transportieren können. Ein paar Wechselklamotten, sicher hilfreich. Ein Riesenunterschied wird das nicht gemacht haben. So, und jetzt muss man dazu sagen, zu der Zeit, als die da verschollen sind, hat es da täglich teilweise 13, 14 Stunden geregnet. Dass er auch die Rettungsarbeiten eben so schwierig gemacht hat und es so kompliziert hat sein lassen, die Kinder dann eben letzten Endes zu finden. Ja, das ist nicht, dass die Retter sich nicht Mühe gegeben hätten oder keine Ahnung gehabt hätten, das waren häufig selber Angehörige der Kommunen. Heute ist wieder Motorradtag. Furchtbar, furchtbar. Donnerstag, ist noch nicht mal Wochenende. Naja, jedenfalls eine wirklich unglaubliche Leistung. So, und was haben sie dann da die ganze Zeit getrieben? Darauf würde ich noch ein bisschen eingehen wollen. So, zunächst mal das Offensichtliche. Die große Schwester war in der Lage, all ihre Geschwister, die 9-Jährige, das war vielleicht noch einigermaßen machbar, aber auch den 4-Jährigen, ich glaube, das ist ein R gewesen, oder war er ganz klein? Ich weiß es nicht. Ist auch nicht wichtig, das Geschlecht in dem Alter spielt keine große Rolle. Ne? Und eben das ganz kleine Kind, die hat sie umsorgt. Die hat sie also mental auch so weit stabilisiert, dass die nicht völlig mentale, massive Schwierigkeiten davon getragen haben.
Ja, also Sie haben sicherlich mentale Schwierigkeiten davongetragen, auf jeden Fall. Das ist gar nicht anders vorstellbar. Aber trotzdem muss die Schwester da ausreichend drauf aufgepasst haben, dass das alles funktioniert hat. So, das ist also erstmal eine wirklich herausragende Leistung. Zweitens, sie hat es geschafft, sämtliche Gefahren des kolumbianisch-brasilianischen, das ist also die Grenzregion, mehr oder weniger, das macht dann einfach keinen Unterschied, ob du gerade geografisch in Kolumbien oder in Brasilien bist, der Dschungel nimmt sich nicht viel, für die Comini als Nichtangehörige irgendeines Staates, also zumindest ursprünglich, die werden inzwischen auch einen Pass haben, aber ist das sowieso wurscht. Gut, aber in diesem Dschungel gibt es Giftschlangen. Gibt es haufenweise Giftspinnen, die uns sehr wohl gefährlich werden können. Gibt es Giftfrösche, der Pfeilgiftfrosch ist da unter anderem unterwegs. Es gibt den Jaguar, es gibt den, ja, allein der reicht schon. Und das langt ja schon an Aufzählung von diversen, zig andere Giftviecher, einen Haufen Giftpflanzen, einen Haufen außerordentlich unangenehme Insekten, wenn sie dich stechen, wirklich zig Gefahren, und das ist Leistung Nummer 1. Das allein hätte jeder Mitteleuropäer auf keinen Fall hinbekommen, dass sie es geschafft hat, wirklich ihre Geschwister und sich selbst vor all diesen Gefahren über 40 Tage, ja, zu beschützen. Irre, irre. Wie hat sie das gemacht? Vermutlich, soweit wir das bisher wissen, die schreibt hoffentlich mal ein Buch. Ich werde es mir sofort kaufen und Mühe geben, ein Autogramm dazu noch zu bekommen. Das ist eine wirklich großartige Leistung. Großartig. Wie auch immer, jedenfalls, indem sie sich in hohlen Bäumen versteckt haben. Geniale Idee. Wir würden tendenziell sagen, da ist eine Höhle, da sind bestimmt schlimme Tiere drin. Sie wusste aber scheinbar, dass das eben häufig auch nicht der Fall ist. Oder wie man das vorher feststellt, vielleicht indem man einen Stein reinschmeißt, laut dran rumbrüllt, um zu gucken, ob was rauskommt. Oder ich weiß selbst nicht, wie man das macht. Keine Ahnung, ich bin kein Dschungel-Survival-Experte. Diese 13-Jährige offensichtlich schon. Und zwar wie? Mehr als jeder andere gefühlt. Ja? Also zumindest hat noch nie jemand so sehr bewiesen wie diese 13-Jährige. Nicht mal im Ansatz. Und irgendwie hat sie es jedenfalls geschafft, herauszufinden, in welchem Baumstumpf man sich aufhalten kann. Das wird den Kindern auch an. Übrigens, da gibt es auch durchaus Bäume, wo 4 Kinder sitzend reinpassen. Ne? Also alle 4. Und das wird ihnen ein großartiger Wetterschutz gewesen sein, gerade wenn es da so viel geregnet hat die ganze Zeit. Sie haben später auch eine Blätterhütte gebaut, also ein Survival Shelter, wie wir es kennen, wie wir es praktizieren, so hobbymäßig, haben die da wirklich zum Überleben gebaut gehabt und werden da auch eine Zeit lang drin gesessen sein. Und eben die Sache mit den hohlen Baumstümpfen. Und sie sind während dieses ganzen Überlebenskampfes, stationär ist vergleichsweise einfach, ne? Dann baust du dir halt deine Hütte oder du hast deinen einen perfekten Baumstamm gefunden, der hohl ist, und dann sitzt du da drin und dann kannst du einigermaßen überdauern. Musste halt in der Umgebung noch irgendwas zu futtern suchen, dazu kommen wir noch. Aber die sind auch noch weitergezogen. Sie haben zwar insgesamt, da kann man jetzt denken, nur 5 Kilometer zurückgelegt, also 5 Kilometer Luftlinie haben sie sich vom Flugzeug entfernt, ohne jede noch Navigierungsmöglichkeit, ohne jede Orientierungshilfe, im dichtesten Dschungel, den man sich nur vorstellen kann. Ich garantiere, jeder von uns, ich eingeschlossen, läuft da keine 100 Meter geradeaus. Und dann weißt du schon nicht mehr, wo du bist. Das geht unglaublich schnell. Ich habe das erlebt mit Erstsemestern, die man mal zum ersten Mal in den dichtesten Wald mitnimmt. So einen richtig dichten, bösen, deutschen Wald wohlgemerkt. Und dann läufst du mit denen ein Stück rein, erzählst denen irgendwas, lenkst sie ab. Die wissen, und man guckt mal ein bisschen in die Richtung, läuft ein paar Schritte so. Und dann wissen die nicht mehr, wo es zurück zur Waldstraße geht. Und das bei uns. Ja? Und das kann auch hier jedem passieren. Das hatte ich auch mal. Das ist normal, man muss das üben, man muss so ein Orientierungsgefühl für eine gefühlt überall gleich aussehende, weglose Landschaft ohne Orientierungspunkte, dichtesten Wald, das muss man erstmal bekommen. Und die hat es geschafft, mehr oder weniger wirklich geradeaus zu laufen, bis sie auf ein Hindernis gestoßen ist. Es wird leider nirgendwo dokumentiert, was das für ein Hindernis gewesen sein soll. Das finden wir bestimmt auch noch mal eines Tages raus. Das ist ja überhaupt nicht eilig. Das ist das Dümmste, was man jetzt machen könnte, wenn die Kinder irgendwie unter Stress setzen, dass sie gefälligst ihre Geschichte erzählen sollen. Die Infos, die da sind,
soll reichen, muss reichen, ist ja auch okay. Und dann können wir auch verdammt nochmal warten, bis da noch, wenn sie wirklich so weit sind und wenn sie es erzählen wollen. Wenn sie es nicht erzählen wollen, dann bleibt es bei dem, was wir jetzt wissen. Ist auch okay. Ja? Ändert nichts an der Leistung. Ja, und dann sind sie noch ein Stück nach Norden abgebogen, also wirklich am Hindernis vorbei und auch wieder erstaunlich geradeaus und haben sich korrekt orientiert. Das ist nämlich wichtig bei der Orientierung, also soweit ich das beurteilen kann, wie gesagt, die 13-Jährige ist die Expertin, ist es wichtig, dass man sich im Dschungel immer schön geradeaus fortbewegt, weil irgendwann stößt man halt dann doch mal auf einen größeren Bach. Der führt zu einem noch größeren Bach, der führt zu einem Fluss und der führt zu Menschen. Und das habe ich auch schon erklärt und auch damals schon genial gefunden, als Juliane Köpke aus dem Himmel fiel. Da haben wir mal drüber gesprochen, das ist ein großartiges Buch. Wer das nicht kennt, kann das mal ergoogeln, als ich vom Himmel fiel. Unter Juliane, weiß nicht mehr, wie sie heute heißt, das habe ich leider vergessen. Damals hieß sie noch Köpke, sie hat jetzt geheiratet, sie hat einen anderen Nachnamen. Nicht böse gemeint, ist glaube ich auch für die Frau ganz angenehm, dass nicht mehr jeder weiß, dass sie die Juliane ist, die damals aus dem Flugzeug gefallen ist. Durch ein Wunder hat sie den Sturz überlebt oder durch welchen Faktor auch immer, reiner Zufall, das kann man jetzt sehen, wie man möchte, aber da sie Biologentochter gewesen ist, wusste sie was über den Dschungel und konnte sich durch hervorragende Entscheidungen und einfach tolles Wissen, wie man mit dem Dschungel umgeht, als ihr Spielplatz in Kindertagen, selbst 10 Tage lang zurück in die Zivilisation bewegen. Die ist also eigenständig zurückgelaufen bzw. geschwommen, bis sie wieder zivilisiertes Gelände erreicht hatte und dann gefunden wurde. Die hat sich also selbst gerettet, muss man erwähnen. Ja? Allerdings war sie 17 und sie war allein und sie hatte kein 11-jähriges Kind zu versorgen. Ich will die Leistung von Frau Köpke in keinster Weise irgendwie in Frage stellen, Frau geborene Köpke zumindest mal. In keinster Weise, ist auch großartig. Und ich habe da den größten Respekt vor. Aber was dieses Mädchen da geleistet hat, da rollen sich dir vor Begeisterung die Fußnägel hoch. Ja? Vor Begeisterung, das hat man selten. Also das mit der Navigieren, ich habe keine Ahnung, nicht die geringste, wie die das bitte geschafft hat. Man sieht da keine Sonne, man sieht da keine Sterne. Es gibt Moos auf jeder Seite vom Baum, nicht nur nach Norden, Süden oder wohin auch immer. Keinen Schimmer. Hat sie sich einen Kompass improvisiert? Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Hat sie einfach ein untrügbares Gefühl für geradeausgehen? Das wäre bei Indigenen vielleicht möglich, dass die irgendwelche Survival-Skills, Instinkte haben, die uns schon seit Jahrtausenden verloren gegangen sind, gefühlt. Oder zumindest seit ein paar hundert Jahren. Das wäre vorstellbar. Ja, und dann kann man davor auch nur den großmöglichen Respekt haben. Das ändert ja nichts am Ergebnis. So, Ernährung, Thema. Gegessen werden sie haben, sagen manche Quellen, Mango ist vorstellbar, die gibt es wild, dort in der Region würde die eigentlich wachsen. Dass sie es tut, wäre ein großer Zufall, wäre ein großes Glück, aber soll wohl so gewesen sein. Wie gesagt, sagen nur manche Quellen, nicht alle. Gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass sie Mango gefunden haben, dann ist das nicht weiter dramatisch. Das ist ein Seifenbaumgewächs, die Mango. Eines der wenigen, das essbare Früchte erzeugt, dass man eine Mango aber essen kann, ist relativ eindeutig. Die erkennt man auch vergleichsweise gut. Also wenn man an sowas vorbeiläuft, dann würde ich fast behaupten, das hätte jetzt sogar, wenn er sich getraut hätte, auch ein Mitteleuropäer schaffen können, da dann eine Mango zu finden, so es die dann da gab. Ne? Aber ich bin mit dieser Quelle nicht so ganz glücklich, ob das der Fall gewesen sein könnte. Wenn ja, dann darf man sich das nicht so vorstellen, dass da plötzlich alles voller Mangos ist. Und dass du da 834 Mangos ernten kannst und dich dann an der Mango sattfutterst, das ist nicht der Fall. Mitten im Dschungel stehende Mangosträucher bis Halbbaum, sowas um den Dreh, bis hin zu richtigen Baum, die können durchaus recht groß werden, die ganz Großen, die haben dann ihre Früchte oben und oben sind diverse Tiere daran angepasst, die Früchte sich auch oben zu schnappen, bevor sie überhaupt unten ankommen. Das heißt, die Chance, dass da welche auf den Boden fallen und dann für Kinder verfügbar sind, ist relativ gering. Das bedeutet, die Menge der verfügbaren Mangos sehr, sehr überschaubar. So, nächster Punkt. Selbst wenn man mal eine kleine Mango findet, wo aus irgendwelchen Gründen die Dinger sehr weit runterhängen und man als Kind vielleicht noch drankommen würde oder mit einem Stock dann sie noch irgendwie runterkloppen kann und so weiter und so fort, auch dann sind die Mengen an Mango, die an einer wild wachsenden Mango, also an einem wild wachsenden Mangobaum, hängen, sehr, 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 sehr gering, weil der steht ja in voller Konkurrenz
zu den anderen Pflanzen des Dschungels und hat nur sehr wenig Energie übrig, um diese großen energiehaltigen Früchte überhaupt zu produzieren. Dadurch, dass die großen energiehaltig sind, sind die Chancen, dass sie verbreitet werden von irgendwelchen Tieren, sehr groß. Der Ausbreitungsraum einer Mango ist sehr groß und das ist eine hocheffiziente Pflanze, aber sie schafft diese hohe Effizienz eben mit nur sehr wenigen Früchten. Ja? Und dann kommt noch erschwerend dazu, was man grundsätzlich zu jedem tropischen Regenwald-Lebensraum sagen muss, die Biodiversität, also die Artenvielfalt in solchen Lebensräumen ist derartig groß, dass wenn du mal eine Mango zum Beispiel findest, dann heißt das überhaupt nicht, dass du jetzt hier gerade im Mangowald angekommen bist, sondern du hast jetzt mal eine Mango gefunden. Die nächste Mango, die Chance, dass irgendwo im Umkreis von 3 Hektar nochmal eine steht, die liegt so irgendwo im 1%-Bereich. Ja, also wir haben da ein ständiges Nebeneinander verschiedenster Baumarten, mal hier das, dann kommt das nächste und dann nochmal das nächste, 150 Baumarten pro Hektar, Arten, ne? Nicht Exemplare, das sind nochmal mehr. Und auf dem nächsten Hektar können es 150 vollkommen andere sein. Könnte auch sein, dass da sich nochmal was wiederholt, das weiß man halt nie. Aber da herrscht eine derartige Biodiversität der Gehölze, dass wenn man sich auf ein Teil spezialisiert, das kannst du in Deutschland machen, ne? Suchst du eine Buche, wunderbar, findest du überall. Suchst du eine Birke, findest du zwar nicht überall, aber irgendwann auch. Ja? Und du kannst die auch alle kennen, unsere paar Gehölze. Da hast du keine Chance, da sämtliche Gehölze überhaupt kennen zu können. Wenn überhaupt irgendjemand da wirklich alle Gehölze irgendwie identifizieren kann und einen Namen dafür hat, der sicher nicht der wissenschaftliche ist, ja, dann sind es die Komini vermutlich für ihr eigenes Land, das Gebiet, auf dem sie seit Jahrtausenden leben. Und sie soll wohl einige Pflanzen gekannt haben, einige Pflanzen identifizieren können, so schreibt man das zumindest. Ich könnte mir vorstellen, dass einfach ihr Pflanzenwissen sich auf die relevanten Pflanzen begrenzt hat und man da einfach gelernt hat zu unterscheiden, nützliche Pflanze, nicht nützliche Pflanze. Und dann sind die nicht nützlichen Pflanzen selbstverständlich auch da und selbstverständlich auch wichtig und spielen teilweise auch religiös durchaus eine Rolle. Grob ein kleiner Mini-Exkurs zur Religion dieser Naturvölker. Größtenteils basiert deren Glaube nicht darauf, dass es irgendeine anthropomorphe Gottheit gibt, die mit einem weißen Gewand auf einer Wolke sitzt oder sowas in dieser Richtung, also gar nichts in diese Richtung, sondern dass die Natur als solche, als Kreislauf, als Circle of Life, wenn man das so nennen möchte, eine gewisse Geisterwelt hervorgebracht hat und sie an eine belebte Umwelt glauben. Das heißt, jeder Baum, jeder Stein und so weiter und so fort hat seine Geister. Und diese Geister muss man vor allen Dingen nicht durch dran glauben. Das ist völlig irrelevant, ob du das tust oder nicht. Das interessiert auch die Geister scheinbar nicht und auch die höheren Wesenheiten, die da möglicherweise eben irgendein Wesen, das man vermenschlichen könnte, sondern als eine Grundgesamtheit vorhanden sind. Eben die Natur als solche sozusagen. Die sind durch diverse Rituale zu besänftigen, weil es unter denen auch welche gibt, die einem schaden können. Nicht unbedingt die böse sind, aber sie könnten einem schaden, wenn man sie nicht durch die richtigen rituellen Handlungen, Tänze, Gesänge, Opfergaben vielleicht, sowas in diese Richtung, einem gewogen macht. Sowas grob in diese Tendenz gehen diverse Religionen, die sind auch ein bisschen miteinander verwandt, dieser verschiedenen Völker, die da in der Region leben, und widersprechen sich auch nicht. Also man musste da, zumindest in Hand der Indigenen, musste man nie irgendwelche Kriege wegen, der eine glaubt an den und der andere glaubt an den und jetzt muss man sich totschlagen, weil nur einer Recht haben kann. Das gab es da nie, weil sich die Religionen nicht gegenseitig ausgeschlossen haben. Ja? Also auch in der Hinsicht deutlich weiser als wir letzten Endes, meiner Meinung nach. Egal, das nur der kleine Abstecher in die Religion. Und ja, jedenfalls die Chance, um mal zum Essen zurückzukommen, bevor ich mir jetzt zu sehr vom Hundertstel ins Tausendstel quatsche, da eine Mango zu finden, sicher, aber ewig viele eben nicht. So, dann soll sie noch Maracujas gefunden haben, gleiches Prinzip. Auch da, wobei man sagen muss, die Maracuja ist immer eine Zuchtform.
Also das, was wir zum Beispiel als Maracuja-Saft kennen oder wenn man die mal wirklich irgendwo im Supermarkt als Paradiesfrucht heißt die, glaube ich, auch irgendwie, ich weiß es nicht. Ich mag die Dinger nicht besonders. Im Gegenteil, finde die eigentlich relativ angsteinflößend. Aber ich bin eh nicht der große Obstfan. Ist auch wurscht, ja, kommt auch nicht drauf an. Wichtig ist vor allen Dingen, dass sie auch die wohl gefunden hat. Die gibt es nicht als wildlebende Pflanze. Die sind immer eine Kulturform. Die sind quasi entstanden aus spontaner, so einer Mischung aus Zucht und Kombination von Erbgut. Das heißt, da ist eben aus zwei Pflanzen, die noch nicht ganz eine Maracuja waren, die ihr Erbgut miteinander vermischt haben, dann doch fruchtbar waren, dann einen fruchtbaren Nachkommen, also einen Setzling hervorgebracht haben, ein Keimling natürlich, kein Setzling, und der ist was Neues gewesen. Ja? Aber der ist erst durch menschliches Nachhelfen, vermutlich, vermutet man heute, entstanden und hat sich dann eben auch weiter vermehren können. Das mit Sicherheit durch menschliches Nachhelfen, weil der dann halt eben die krassen Früchte gehabt hat, die man interessant fand. Das ist also so gesehen keine Wildpflanze. Daher ist die Chance, dass da eine Maracuja irgendwo rumgestanden hat, eher gering. Und es gab auch nur eine Quelle dazu, die ich da finden konnte, dass sie da auch Maracujas gefunden hätten. Aber wenn sie welche gefunden hätten, dann das gleiche Spiel wie bei der Mango. Das sind nur wenige. Das gibt ein bisschen Flüssigkeit natürlich, der Saft von den Dingern. Das gleiche gilt bei der Mango. Auch das füllt ein Stück weit den Flüssigkeitshaushalt auch auf. Gibt natürlich ein paar Kalorien. So weit, so toll. Gehen wir einfach mal davon aus, dass das beide stimmt. Dann hat sie es erfolgreich gefunden und sie hat es erfolgreich erkannt und die Kinder konnten sich ein Stück weit davon ernähren. Nächster Punkt. Die Suchmannschaft war nicht ganz untätig und das hat mit Sicherheit auch geholfen. Das muss man der Fairness halber auch sagen. Die Kinder waren also nicht 100% in der völlig unwegsamen Wildnis ohne jede Hilfe, sondern es wurden per Hubschrauber und Flugzeug, vermutlich eher per Flugzeug, Survival-Pakete im größeren Umkreis um die Absturzstelle. Man wusste ja, dass die Kinder fehlen. Man hat keine Leichen gefunden, also irgendwo müssen die hingegangen sein. Das wusste man ja. Entsprechend hat man ja auch eine intensive Suche durchgeführt. Und sie haben abgeworfen einmal Flugblätter mit dem Hinweis an die Kinder, sich nicht weiter vom Flugzeug zu entfernen, weil dann findet man sie gar nicht und dass halt eben Leute nach ihnen suchen und sie einfach da bleiben sollen, wo sie sind. Weil wieder zurückschicken ist auch blöd, das kann man ihren Kindern ja nicht zumuten, dass sie den Weg zurückfinden, dann verlaufen die sich halt einfach noch mehr. Wäre also doof gewesen, da bleiben, wo sie sind, war also die perfekte Anordnung, die man überhaupt hat geben können. Zweitens, bei den Flugblättern auch eine Botschaft ihrer Großmutter, die hat man auch per Lautsprecher vom Flugzeug aus oder durch installierte Lautsprecher im Gebiet, da waren ja jetzt auch Leute vor Ort. Dicht ist der Dschungel, da kannst du auch nicht einfach durchlaufen und irgendwo nach den Kindern suchen, nach den Kindern brüllen und so weiter und so fort. Funktioniert auch nur begrenzt. Hat dann letzten Endes ja eines Tages auch irgendwann mal geklappt, mehr oder weniger, aber daran war auch noch ein Spürhund beteiligt, den hatten sie auch da. Da kann man jede Menge zu im Internet nachlesen. Ich würde also zum Spürhund gar nicht so viel erzählen wollen. Und eben aber neben diesen Flugblättern auch Survival-Kits abgeworfen mit was zu essen, mit Wasser und jeweils mit einem Feuerzeug. Und davon haben die Kinder wohl auch ein paar gefunden. Das war wohl mit hilfreich, wird aber nicht entscheidend gewesen sein. Entscheidend, da wir beim Thema Nahrung sind, sind vor allen Dingen zwei Dinge wahrscheinlich, so kann ich es mir gut vorstellen, ich weiß das ja auch nicht, das ist ein bisschen spekulativ. Zwei Dinge gewesen. Erstens, dass die große Schwester in der Lage war, mit der einen kleinen PET-Flasche, die sie hatte, die ersten Tage vor allen Dingen Wasser aufzufangen, weil da werden sie noch nicht viel Wasser vom Flugzeug gefunden haben und so weiter. Und damit zumindest beim enormen Wasserbedarf, den man im Dschungel hat, genügend Wasser, Regenwasser aufzufangen, um eben vier Kinder, wohlgemerkt, mit Wasser versorgen zu können. Sensationell. Mir ist völlig schleierhaft, wie die das gemacht hat, ohne einen Tarp, ohne eine riesige Plane, mit der man große Mengen Wasser auffangen kann. Klar gibt es Blätter, wo Wasser runterläuft, aber mir ist völlig schleierhaft, wie die das gemacht hat. Vielleicht ist auch da einfach die Tatsache, dass die genetisch angepasst sind, wie jede Pflanze und jedes Tier an seine ursprüngliche Umgebung angepasst sind, sind natürlich auch indigene Völker an ihre ursprüngliche Umgebung angepasst. Die werden also einen geringeren Wasserbedarf haben als unser eins. Stellst du da eine halbe Stunde hin, dann fallen wir tot um. Die kommen da 40 Tage. Ich bin da immer noch völlig, ich werde da ein bisschen emotional bei dem Thema. Ja, ein kleines bisschen. Das ist einfach großartig.
Also, was heißt großartig? Natürlich ist es hochdramatisch, dass da eben die Mutter und diese zwei anderen Menschen verstorben sind. Aber diese Leistung, die ist einfach inspirierend. Und endlich mal wieder eine gute Nachricht aus der Welt. Ich freue mich da außerordentlich drüber. Allein schon einfach, weil die überlebt haben. Das ist natürlich per se toll und die Art und Weise sensationell. Sensationell. So, also Wasserversorgung ist mir ein Rätsel. Man kann Lianen abschlagen und dann das aus der Liane fließende Wasser trinken. Kein Messer verfügbar, keine Möglichkeit, Lianen abzuschlagen. Das ging nicht. Wie hätte das machen sollen? Die muss ich also größtenteils irgendwie mit Regenwasser versorgt haben, dem Saft der Früchte, die sie gefunden haben. So, und dann kommt als letzte wesentliche Komponente der Ernährungsfrage noch Maniok hinzu. Maniok ist auch wieder eine Kulturpflanze. Die ist jetzt dahingehend anders als eine Mango oder eine Maracuja. Die wächst unter den anderen Bäumen des Dschungels. Und die wurde von den Komini selbst angebaut und gehegt und gepflegt und als Kulturpflanze verbreitet. Und daher ist es logisch, dass im Gebiet der Komini oder zumindest im Randgebiet der Komini auch eben solche Maniokpflanzen zu finden sind. Das ist eine Euphorbiaceae, oder? Heißt die so? Weiß ich gerade nicht, Entschuldigung, hab den wissenschaftlichen Begriff, fällt mir gerade nicht ein. Auf jeden Fall ist es ein Wolfsmilchgewächs. Und die haben ja die unangenehme Eigenschaft, dass sie teilweise tödlichen und zumindest stark reizenden, stark giftigen Milchsaft in allen Pflanzenteilen haben. Witzigerweise hat aus irgendwelchen Gründen irgendeines der Völker des Urwaldes irgendwann mal herausgefunden, dass man die dicken, stärkehaltigen Wurzeln, das sind so richtig dicke Dinger, ich blende euch mal ein Bild dazu ein, hoffentlich, wenn ich dran denke, dass man die zu Brei stampfen, kauen wäre eine schlechte Idee, aber zu Brei stampfen kann, ausrollen, wie auch immer genau die das gemacht haben, ich kenne die exakte Technik nicht, das dann als dünnen Brei auf große Blätter, zum Beispiel Kochbananenblätter, streichen kann und in die, in Anführungszeichen, Sonne mitten im Regenwald, da gibt es keine Sonne, aber halt zum Lufttrocknen an einen halbwegs trockenen Ort, halbwegs trocken, muss da reichen, weil trocken gibt es da nicht, packen kann. Und dann trocknet das langsam vor sich hin und aus diesem Maniokbrei entweicht dann ein Stoff, den wir gut und gerne Arsen nennen können. Das ist zumindest eine Arsenverbindung. Das Zeug ist also genauso giftig wie der Rest auch von so ziemlich jedem Wolfsmilchgewächs. Tödlich giftig, also wirklich außerordentlich böse. Aber diese Zubereitungsart und das daraus entstehende Brei, beziehungsweise wenn der getrocknet ist, eine Art Mehl, das ist die Hauptnahrung von den Komini über Jahrtausende gewesen. Ja, und das wusste natürlich die große Schwester auch. Und da sie da Maniok gefunden hat, darf man schwer annehmen, dass sie damit auch Maniokbrei und auch die Samen von dem Maniok kann man theoretisch essen, herstellen konnte. Irgendwie an die Wurzeln rangekommen ist, ohne jedes Grabeutensil, weil sie da irgendeine, ich kann es nicht nachvollziehen, die hat absolut viel mehr Ahnung als ich, Technik anwenden konnte, um diese Wurzeln zu bekommen. Ja, Grabstock, keine Ahnung, was die da gemacht hat. Und damit haben wir dann eine Erklärung für Babybrei. Sensationell, wirklich sensationell. Also niemals kann ich mir irgendwen vorstellen, selbst nicht ein Forstwissenschaftler mit Spezialisierung auf Tropenwälder, kann ich mir nicht vorstellen, dass der auf die Idee gekommen wäre, ein 11-jähriges Kind über diese Zeit irgendwie am Leben zu erhalten. Ja, irre. Man muss sich das kann man sich nicht vorstellen. Aber das hat sie geschafft und dem Kind ging es gut, also vergleichsweise in Anbetracht der Umstände. Keine schweren Verletzungen, nur etwas dehydriert, etwas unterernährt. Aber nach 40 Tagen, ja, also das ist wirklich unglaublich. Und das kann eigentlich wirklich nur mit Maniokbrei erklärt werden, weil die Menge an Früchte, die sie da gefunden haben, das kann nicht ausgereicht haben. Und so ein 11-jähriges Kind, das braucht schon eine halbwegs vernünftige, regelmäßige Nahrungszufuhr. Da kannst du auch nicht großartig viel fasten und so weiter. Eine 13-Jährige kann das ein Stück weit. Sicherlich auch die 9-Jährige.
kann das sicherlich auch ein Stück weit, aber auch beim Vierjährigen dürfte das schon außerordentlich schwierig gewesen sein. Klar, ein bisschen Nahrung hatten sie noch über diese Survival-Boxen und inwiefern sie mal ein Feuer gemacht haben, wage ich zu bezweifeln. Hat man jedenfalls nichts zu gehört und sie haben auch noch ein paar Gegenstände unterwegs verloren. Sie hatten eine Schere, stimmt, eine Kinderschere war auch noch ein Ausrüstungsgegenstand, den sie unterwegs verloren haben, den dann die Retter mal noch gefunden haben. Vielleicht war ihnen die an den Anfangstagen auch irgendwie für irgendwas hilfreich. Kann man sich gut vorstellen. Ist man ja immerhin ein schneidender Metallgegenstand, da kann man ein bisschen was anritzen, ein bisschen was schneiden, war vielleicht wirklich hilfreich. Ja? Wir werden es erst erfahren, wenn es soweit ist. Ich möchte langsam zum Punkt kommen. Diese Leistung ist wirklich unglaublich herausragend und wirklich nicht zum Nachmachen zu empfehlen. Finde ich nur beeindruckt. Ja? So, und ob jetzt der Vater gerade auf der Flucht vor irgendwelchen Mafiosis, Drogenhändlern und so weiter und so fort gewesen ist und deswegen die Familie überhaupt erst im Flugzeug saß, da kann ich nichts weiter zu sagen, das muss man auch später erstmal rausfinden. Da findet man auch einiges im Internet in diese Richtung. Ich will dem Vater auch in keinster Weise irgendwie einen Vorwurf machen. Auch dazu findet man im Internet so einiges in diese Richtung. Was ich so ein bisschen versucht habe jetzt zu beurteilen, ist einfach die schier unfassbare Leistung, vor allen Dingen von großer Schwester. Ich kann mir nicht vorstellen, vielleicht auch hat neunjährig, da die neunjährige Schwester, müsste auch eine sie gewesen sein, da auch noch enorm viel dazu beigetragen. Das kann man sich gut vorstellen, dass die nicht nur ein Klotz am Bein gewesen ist, sondern auch eben ihre ältere Schwester mal entlastet hat, wenn die unterwegs war, um zum Beispiel was Wasser zu suchen, überhaupt den Weg finden zu wollen, sicherzustellen, dass im nächsten Busch nicht noch der Jaguar hockt und solche Sachen. Ja, das darf man ja wirklich, ich habe es ja eingangs zwar erwähnt, aber vergesst nicht, wie viele tödliche Gefahren es da gibt. Das ist unglaublich, wirklich unglaublich. So, aber jetzt bin ich durch. Also man kann vor dieser Leistung im Grunde wirklich nur die allerhöchstmöglichste Anerkennung haben und das bedeutet dann in meinem Fall, dass ich da gerne meinen Hut vorziehe, weil das ist großartig. Ja. Da kann jetzt natürlich die große Schwester nichts mit anfangen, dass hier irgend so ein Typ völlig begeistert ist, aber bin ich trotzdem. Ja. Und ich finde das einfach eine so schöne Nachricht. Das tut einfach gut dieser Tage. So. Und man kann den vieren, wirklich nur alles Gute wünschen. Ich würde mich sehr, 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 sehr freuen, wenn das auch finanzielle Vorteile bringt. Das haben sie einfach verdient. Das werden sie ihre Geschichte mal erzählen, sie dann hoffentlich entsprechend viel damit verdienen. Vielleicht Social-Media-Karriere machen. Wenn die 13-Jährige, die große Schwester, Survival-Ausbildung machen möchte, dann wird sie überrannt werden aus aller Welt, was ich gut verstehen könnte, woran ich auch Interesse hätte, ehrlich gesagt. Ja, also man kann nur alles Gute wünschen. Sie haben es ja einigermaßen überstanden. Ich hoffe, der Verlust ihrer Mutter wird auch etwas sein, was sie dann nach und nach überwinden werden. Und ja. Von Herzen alles Gute. Solltet ihr das irgendwann mal mitbekommen und bis dahin der Google-Übersetzer in der Lage sein, mein ganzes Palaver hier in Spanisch oder sogar eure Sprache zu übersetzen, dann größten Respekt und Anerkennung. So, und für alle anderen, macht's gut, bedanke mich, bis zum nächsten Mal. Vielleicht war das ja in irgendeiner Form vielleicht ein bisschen interessant, wenn ihr euch damit nicht so intensiv auseinandergesetzt hattet, was da eigentlich genau passiert ist. Nach bestem Wissen und Gewissen, das sind so die Dinge, die wir bisher zuordnen können. Bin raus, bis zum nächsten Mal. Tschüss.